Sehr schlechte Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt. Dort sind über 10 Millionen Amerikaner jetzt arbeitslos gemeldet, nachdem sich in der letzten Woche schon 3,3 Millionen neu arbeitslos gemeldet hatten. Ist in dieser Woche die Zahl noch mal deutlich gestiegen, um 6,6 Millionen in nur einer Woche. Und auch in Deutschland werden die Arbeitslosenzahlen zunehmen. Fast 500.000 Firmen haben bereits Kurzarbeit angemeldet. Erste Staatshilfen, die wurden hier in Deutschland schon bezahlt. 900 Millionen Euro alleine von der Berliner Investitionsbank an Kleinstunternehmen, die besonders schwer von der Corona-Krise betroffen sind. Neue Anträge sind allerdings erst ab Montag wieder möglich. Die Systeme werden zurzeit umgestellt. Zudem plant die Bundesregierung auch 2 Milliarden Euro, um den Start-ups zu helfen. Die Wirtschaftsweisen haben diese Woche ein Sondergutachten veröffentlicht und darin verschiedene Szenarien vorgestellt. Klar ist, es gibt sehr viele Unsicherheiten. Dazu spreche ich gleich mit dem DIW-Präsidenten Marcel Fratscher und ich frage den Anlagestratege Heiko Thieme, wie es denn am Aktienmarkt weitergehen könnte. Damit herzlich willkommen zu Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die drei Wirtschaftsweisen haben ein Sondergutachten übergeben und darin haben sie drei Szenarien ausgemalt. Das erste ist das Basisszenario, Verlauf ähnlich wie in China. In diesem Jahr wäre das ein Minus beim BIP von 2,8%, nächstes Jahr ein Wachstum von 3,7%. Dann ein Risikoszenario, ein ausgeprägtes V, es geht deutlich nach unten erst einmal, minus 5,4% für dieses Jahr, ein Wachstum von 4,9% im kommenden Jahr. Und das Risikoszenario, ein langes U, das ginge erst einmal ganz langsam wieder nach oben. Zu den Aussichten sagte mir der DIW-Präsident Marcel Fratscher im Interview: Wir können hoffen und die Politik kann einiges tun, dass es eher ein V oder ein U wird. Aber man kann auch nicht ausschließen, dass es ein L wird. Also letztlich muss man ehrlich gestehen, wir Wirtschaftsforscher können im Augenblick keine verlässliche Prognose geben, sondern wir können Szenarien vorrechnen. Gleich spreche ich mit Heiko Thieme über die Aussichten am Aktienmarkt. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Natürlich können momentan auch die kostenlosen Börsenseminare nicht stattfinden. Das nächste ist jetzt für den 12. Juni geplant. Ihr könnt euch dafür jetzt schon anmelden. Der Ort ist dann Düsseldorf. Aber damit ihr euch weiterbilden könnt in der Zwischenzeit zu Hause, gibt es Webinare. Das nächste ist am 7. April. Chancen in der Börsenkrise mit André Stagge, am 23. April Börse für Einsteiger und am 16. Juni erfolgreich mit dem Trendfolgesystem Bluestar handeln. Mehr Infos findet ihr außerdem auf www.trading-haus.de. Der DAX hat es ein paar Mal versucht, die 10.000er-Punkte-Marke zurückzuerobern, aber die Risiken und Unsicherheiten waren dann doch größer. Ich habe mich mit Heiko Thieme, dem globalen Anlagestrategen, über die Aussichten für die Märkte unterhalten. Die 8.250-Marke beim DAX ist für mich das gedachte Tiefstniveau in diesem Crash. Beim Dow Jones Index die 18.200-Marke. Alles Zahlen, die man vor einigen Wochen für undenkbar gehalten hätte. Aber und die Begründung ist die fundamentale, auf den Buchwert bezogen, ist der DAX auf seinem Buchwert zurzeit. Und das ist historisch betrachtet sehr preiswert, also sehr günstig. Es gibt aber natürlich Risikofaktoren, nämlich wenn der Erholungstrend sich nicht spätestens Mitte des Jahres, wenn auch ganz allmählich nur einstellt, dann müssen wir umrechnen. In anderen Worten, wir sind in einer totalen unbekannten Phase, die es in der Börsengeschichte noch nie gegeben hat und die es auch in der Geschichte der Welt noch nie gegeben hat. Und jetzt geht's weiter mit den Top-Empfehlungen der Trading House Börsenakademie. Wir schauen zuerst auf Adidas. Das Unternehmen wurde nicht nur durch das Coronavirus ordentlich durchgeschüttelt, es gab auch einen richtigen Image-Schaden. Denn das Unternehmen hatte ja angekündigt, keine Miete mehr zahlen zu wollen. Das kam öffentlich gar nicht gut an. Viel, viel Kritik auch aus der Politik. Man ruderte dann zurück, als man den Image-Schaden gesehen hat und der Shitstorm da war. Ja, und der CEO Kasper Rohrstedt, der hat sich dann auch entschuldigt.
Schauen wir mal, was die Analysten der Trading House Börsenakademie zu der Aktie sagen. Sie sehen eine Longchance. Gelingt es der Aktie, das Widerstandsband zwischen 218 und 220 Euro zu überwinden, könnte sich anschließend eine weitere Kaufwelle in Richtung 232,20 Euro ausbreiten. Darüber bestünde schließlich die Chance auf eine Rückkehr zurück zum größeren Widerstandsniveau von 252,93 Euro. Höhere Notierungen können jedoch nicht abgeleitet werden. Ist Gold der sichere Hafen? Klar ist, viele Goldhändler haben momentan ihre Geschäfte geschlossen und auch die Online-Shops sind offline, weil es gerade einen ordentlichen Run auf Gold gibt. Auch hier sehen die Analysten eine Longchance. An einer inneren Trendlinie bestehend seit Anfang dieses Jahres um 1.575 Dollar konnte Gold wieder zur Oberseite abdrehen. Ein höherer Preis als 1.635 US-Dollar kann für die laufende Erholung aber nicht abgeleitet werden. Erst in einem weiteren Versuch sollten die Jahreshochs um 1.700 US-Dollar auf der Liste der Bullen stehen. Die rechte Schulter braucht nämlich noch etwas Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert, postet und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.